Ich habe euch zwar im ersten Teil nur von zwei neuen berichtet, aber es gab ja viel mehr Neues aus unserem Wald zu. Deshalb bin ich heute nochmals mit Cindy und Lorette auf Entdeckungstour gegangen. Ach übrigens, hatten wir schon mal eine Chefin im Martinsgrund. Von einem Treffen der beiden berichte ich in einem späteren Film. Jetzt habe ich mir mal die Lorette geholt. Bei uns im Tierpark war ja diese Woche richtig was los. Ihr hattet richtig zu tun. Das ist ja schlimmer wie im Kreißsaal im SAH. Ja, also wir hatten ganz viele Mehrlingsgeburten, also Zwillinge immer, von den Vierhornschafen jeweils zwei Paar. Und dann von den Ovambo-Ziegen, da hatten wir auch 6 Jungtiere bekommen. Aber darunter nur ein Mädchen, sonst alles Jungs. Und also, wenn wir zusammenzählen, 12 Jungtiere jetzt? 10 Jungtiere von hier, vom Bauernhof, Ziegen und Schafe und noch eins von den Alpakas. Am Wochenende sind alle da, wir bestellen schönes Wetter und die Bude ist voll. Wir hoffen. Also alle hier rein und bestaunen, was nachgekommen ist. Jetzt habe ich gerade gehört, auch bei den Gänsen habt ihr jetzt ein paar Eier, die ihr mal liegen lasst, ne? Wir haben hier 3 Lockengänse. Die sehen ein bisschen aus wie gerupft und die haben momentan 7 Eier im Nest und wir hoffen, dass da auch was schlüpft dieses Mal. Ein erfolgreiches Frühjahr für unseren Waldzoo. Oh ja, kann man wohl so sagen. Also, wen wir hier sehen, die schöne Braune mit der weißen Nase, das ist die Shamila. Und die hat nebenbei ihre kleine Tochter, das ist die Jolie. Die Besonderheit bei ihr ist, sie hat ein Fischauge, also ein weißes Auge und ein dunkles Auge. Und das ist, hier ist noch jemand schwanger, ne? Hier war ja, hier ist noch eine schwanger, ist ihr erstes Fohlen, das ist die Shalia. Wie man sieht, schon ganz schön dick und rund. Also es soll kommen Ende März, Anfang April. Und die schwarze hier hinten, das ist die Chiara. Das ist unsere ältere Mutti, die ist ganz ruhig. Wobei hier die Shamila, das ist die Chefin hier. Wenn die kommt, gehen alle anderen weg, weil die ist der erste im Ring.